Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS17 auf der Hot Online Farm. So, jetzt sollten wir hier das Feld ein bisschen betonieren. Das mache ich aber kurze Zeit später. Ich hole erstmal Wasser für die Nudelfabrik, dass die anläuft. Dann schmeißen wir erstmal die Walze weg und gehen Wasser holen. Dann schmeißen wir die Walze hin, wo sie nicht im Weg steht. Setzen wir die erstmal hier ab. Zack. Die Stangen noch anwenden, so. So, haben wir dran gekuppelt. Jetzt gehen wir Wasser holen. Wir wissen ja wo. Das waren die ersten Versuche, wo das mit der Walze geklappt hat. Ich habe es dann hingekriegt im Off. Einfach nochmal Spiel neu gestartet und da war dann das Menü, was ich brauchte, da. Das wollte wahrscheinlich am Anfang nicht so, aber egal. Wir haben es hinbekommen. Das ist eigentlich alles, jetzt wird es ein wenig eng. Oh, jetzt müssen wir hier runter sind wir glaube ich gekommen. So, mal gucken, wir fahren mit den Landansichten, das ist ja geruckelt, fahren wir draußen. Ach, das ruckelt immer. Ich weiß nicht, woran das liegt, das Geruckel. Ich habe schon die Performance und alles ein bisschen geschraubt, aber habe immer noch leichte Ruckler. Aber das sind so kleine Mikroruckler, damit kann ich leben. Oh, war mal so schnell. Da war ein Blitzer. Wie das wäre eure Lösung? Ah, stopp, Fußgänger. Ja, die Raser. Die bäuerlichen Raser. Oder die landwirtschaftlichen. Kann man nehmen wie Nolte. Ich bin nach rechts ab, nach links will ich volle freie Fahrt haben und durchfetzen. Weil wir haben doch keine Zeit. Dann kommen wir gleich im Feld von mir vorbei, da kann man gleich mal gucken, wie es aussieht mit dem Wachstum. In der letzten Folge gar nicht darauf geachtet, ob das schon was am Wachsen ist. Es sieht gut aus. Es ist schon mal der erste nach Rande der nächsten Wachstumsstufe. Da muss man so, weil hier ist wieder teuer Geld. Automat. Sollten wir vielleicht das Ding mal runter auf 30 regeln. Was wir machen, auf 30 runter regeln. Weil ich in der Stadt bin. Tempomat. Da habe ich die Sorgen nie. Hier ist auch alles schön am Wachsen. Das ist doch herrlich. So, jetzt muss ich das F1 Hilfemenü öffnen. Damit ich weiß, wo ich Wasser fassen kann.
Wasserfass füllen. Oh, die Polizei ist da weg, die ist wirklich, wie ich schon mal irgendwo gelesen habe im Discord vom der Hot Online Farm, die ist wirklich, die wandert wirklich. So stand sie noch dort, wo wir das Bucherfass gefüllt hatten. Egal, das andere Wasserfass für ein Schaffarm. Und wo wir es beim Bucher probiert haben, weil ich dann letztendlich wieder verkaufen musste, weil es nicht so geklappt hat, wie ich wollte. So, und let's go. Dazu machen. Wenn du von drinnen ruckelt, hast du von draußen weniger. So. Wir gehen kein Risiko ein. Nochmal ein bisschen schneller machen wir mal. 31. Aber nämlich konstant die 30 Uhr beim Lenken alles. Jetzt sind wir am Blitzer vorbei, jetzt können wir Gummi geben. Dann müssen wir die Schwelle ein bisschen aufpassen, denn die Kurve ist auch nicht ganz ohne. Eine Ladung Wasser für die Nudelfabrik bitte. Dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen laufen. Ich habe aber die Soja angebaut, ne? Ah, die läuft, ist die dann irgendwo ein Schluss. Dann ist dann irgendwann Schluss. So breit ist der Mais schlapper geworden, als er antworten musste. So, in diesem Stecher geblitzt. Das stand bestimmt hier irgendwo im Gemüse. Die hätten mich ja hier irgendwo geblitzt gerade. Ah, dort hinten stehen sie. Erwischt. Erwischt die Schlingel. Hinter der Hecke am Thun Baumarkt haben sie gestanden. Also da gibt es gar keine Blitzer. Die Schlingel, die. Das nenne ich Abzocke. Das prangere ich an. Den armen Bauern das Geld aus der Tasche ziehen, das geht so nie. Müssen, oder? Na, das dachte ich mir, wenn wir schon rumkommen. Nee, kommen wir noch nicht rum, ich muss weiter ausholen. Das ist alles ein bisschen enge hier. Aber so ist das nun mal.
wir denn hier alles erstmal hier betonieren, die Wege dann hier. Und dann sehen wir weiter. Das muss ich nur mit F1 mir anmachen, weil das zeigt es mir jetzt nicht an, wo ich abkippen kann. So. Da haben wir. So. Fahren wir das Wasserfass dann auch schon mal auf die Seite, dann holen wir uns die Walzen und fangen schon mal an, vorne das erste Stück zu walzen. Das Feld ist ja halbwegs gerade, das müsste so passen. Das via GPS ein bisschen machen. So, und leer hammern. Wir können schon mal die Nudelfabrik anfangen mit produzieren. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Schon ohne gedacht, dass ich vorher im Form baut ist. Und da schon die erste Palette gespawnt. Ist sehr super. Du musst, du willst oder nicht. So, dann machen wir die GPS als Hilfslinie einbauen. Und ich das ein bisschen gerade mache. An den Feldrand grenzen. Ich will nur die Wiese mit betonieren. Ich will nur die reine Feldfläche hier. Haben wir schon mal GPS auf, genau, so. So, jetzt brauchen wir dich, könnte man automatisch und schieben, 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 schieben. Mir gab es nicht, dass ich das hochlegen könnte, wo war denn der? Schieben. Dann machen wir uns mal. F1 brauche ich gesehen. Nee. Nochmal V hoch. Z. Gesät bereit. Grasfeld, Asphalt, Sand, Beton. Was ist hier? Wir setzen hier am Weg an. So, und los. Ctrl schiebe es ein und 3. Ctrl machen. Das kann man ausmachen, das F1-Hilfemenü. Wir ziehen die ersten die Bahn bis hinter so.
betoniert. So. V heben. Jetzt muss ich den Spaß jetzt alles wegmachen. Aber was auch kann ich, wenn das Ding vorne dran ist, kann man auch machen. Statt hinten dran, vorne dran. Dann kann ich das auch besser navigieren. Ja, muss ich machen, warte mal. So, und kühl ab. So, koppel mal ein. Bodentyp ist noch Beton, genau. Das muss man ja vorher gucken. So. Ein. So. Müssen schon mal ausrichten. Das ist die letzte Spur so. Ich einfach so mache. Und V. Dann müssen wir uns den Rahmen ziehen. Mit dem GPS. Dann kann man einen drinnen ausfüllen, also egal wie wir fahren. Dann können wir es gleich mal anfangen, den Rahmen. Ich hoffe mal, ich muss in die Nudelfabrik und das Zeug muss schon nie wegreißen. Ansonsten muss ich dann gucken, wie ich dann das wieder die Füllstände hinkriege.
drehen. So, dieser Control automatisch. So. Ah, falsche Taste, so rum. Ein Stück rutschen noch. So, und Aktivierungs-GPS. So. Das darauf ausrichten. V. Ist gar nicht so einfach. Seht. So, wenn ich gerade frisch auf die Zeit geguckt habe, sind wir schon wieder am Ende mit unserer Folge. Darum werde ich euch das jetzt beenden. Sage ciao und winke winke, bis zum nächsten Mal. Euer Jaso, ich bin raus.